Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days. Wir haben heute Tag 7. Wir haben noch nicht mal Mittag. Und ich bin gerade hier bei der Falle. Ich habe schon ein bisschen was gemacht gehabt, habe auch noch ein bisschen Holz und Stein gefarmt. Ich habe auch schon wieder andere Sachen gefunden hier. Das ist furchtbar, wenn man einmal lootet. Das ist echt, also. Nee. Das. Ach komm. Ich könnte sie wieder hinsetzen, aber es gibt ja genug Bäume auf der Welt. So. Was ich gemacht habe, ich habe hier noch ein paar solche Dinger hingemacht, damit die vielleicht auch, wenn die von hinten kommen, hier gleich hochlaufen können. Ich habe mir eigentlich überlegt, es wäre cooler gewesen, wenn wir hier nur diesen mittleren hätten, also diesen mittleren, diese mittlere Treppe. Dann hätte ich nämlich hier und hier schon solche Stufen wie hier hinmachen können, dann wäre es nicht so breit, aber es geht eigentlich. Also das ist einfach nur, damit die besser da hochlaufen können oder so. Ich habe mir auch so überlegt, ob man in dem Spiel, da hinten kommt jemand, ob man in dem Spiel sowas wie so, wie nenne ich es denn, Hindernisparcours machen könnte. Dann später, wenn man fallen hat und so weiter. Weil ich habe auch Night of the Dead gespielt. Und ich weiß nicht, wer das kennt von euch, aber da kannst du halt auch wie so eine Strecke bauen eben, wo eben dann Zombies reinlaufen. Und das ist wie entweder, ja, Hindernisparcours, Labyrinth, wie auch immer man das nennen will. Und da kann man halt voll cool mit so Fallen interagieren. Hier ist dann die Schwierigkeit. Wenn eine Falle vorne ausfällt, du müsstest dann rein theoretisch entweder dich nur auf die Fallen verlassen oder immer weiter nach hinten laufen, dass du auf der einen Seite die Fallen hast und auf der anderen Seite laufen kannst. Das weiß ich noch nicht. Ich will halt nicht alles den Fallen überlassen und will auch nicht nur Fernkampf machen, ne? Also ich will schon nah dran sein. Und das weiß ich noch nicht, wie ich das so kombinieren soll. Aber auf jeden Fall, meine Idee wäre es halt jetzt, dass die halt hier hochkommen. Ich hoffe mal, dass die, wenn die von da hinten kommen oder so, dass sie dann hier vorlaufen und dann da hochkommen und nicht da hinten irgendwo hin hauen. Und das will ich aber noch aufwerten. Dass sie dann eben hierher laufen. Hier kommt noch so ein Ding hin wie hier. Die muss ich gerade noch aufwerten. Ich habe jetzt einfach diese genommen mit diesem Gerüst. Wie heißt die? Gerüstleiter? Ich versuche es einfach mal mit der. Die habe ich auch hier gemacht. Und. Dann gucken wir mal, wie das wird. Ja, ich weiß schon. Jetzt habe ich noch ein Level up. Ich habe schon im Internet gesucht, ob es da irgendwo eine Seite gibt, wo irgendwie steht, keine Ahnung, ab dem und dem Level kommen Polizisten, ab dem und dem Level kommen, keine Ahnung. Diese komischen Sprenger da, diese explodierenden Menschen oder wie auch immer. Aber ich habe nichts gefunden. Gibt es so eine Liste eigentlich, dass man sagen kann, okay, ab Level. Halt nicht Level, diese Game Stage da, ne? Ab Level 30 zum Beispiel kommen Polizisten, ab Level 100 kommen Grüne, ab Level, keine Ahnung, kommen dann die anderen. Gibt es sowas? Wenn ja, wisst ihr wo? Ich habe gerade den Stein da so schön gefunden und möchte den jetzt wegmachen. Der hat mich gerade gestört in meinem Ding. Außerdem hört der mich nicht? Wieso ist hier so eine Stein-Dingens eigentlich? Wie hieß das? So, weitermachen. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal verstärken hier unten. Also, was heißt verstärken? Upgraden. Und zwar würde ich, glaube ich, ich würde erstmal die ganz untere Reihe und dann gucke ich mal, wie viel ich noch habe. Ich habe jetzt 1760. Ja, du verbrauchst immer 10. Meine Güte, jetzt leveln wir. Ach, von mir aus leveln.
Man kann ja auch gleich Pflastersteine bauen, nur weiß ich nicht, wo man dann mehr Level bekommt, weil wenn du normale baust, klar brauchst du hierfür Zeit. Aber wenn du normale Holzdinger hast, und dann wertest du die auf Holz auf und dann wertest du die auf Pflasterstein auf, kommt es mir so vor, bekommt man mehr Level oder mehr XP, als wenn du von vornherein gleich diese Steine baust. Ist das richtig oder denke ich das nur? Da können wir auch noch hingehen, wenn ich dann hier so. Wie viel hat denn so ein Ding? 1500. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich. Ich hatte mir Spikes gebaut, weil ich gedacht habe, okay, die kannst du ja hier so hinsetzen. Nur ich weiß nicht, wenn die hier runterfallen. Boah, das Fenster ist gerade hinter mir zugeschlagen wegen dem Wind. Ich habe mich gerade so erschrocken. Mein Herz hat gerade einen richtigen Sprung gemacht. Oh mein Gott. Wenn ich hier Spikes hinsetze. Hier zum Beispiel. Und die fallen runter und die fallen in die Spikes. Weiß ich nicht, ob die vielleicht zu aggro werden und dann statt hochzulaufen, irgendwie hier draufhauen. Das weiß ich nicht. Deswegen würde ich vielleicht Spikes eher hier rum machen, wo keine hinkommen. Also hier. Damit die vielleicht nicht auf die blöde Idee kommen, hier dran rumzuhauen. Aber vorne, wo sie runterfallen, würde ich, glaube ich, mal keine hinmachen. Ich muss hier halt noch hoch. Ein Problem ist, ach, ich kann ja erstmal, ich kann mir doch erstmal hier so eine kleine Treppe machen. So, hier vorne, ne? Ich weiß nicht, ob ich da welche hinmachen möchte, wenn ich ehrlich bin. Ich würde aber ganz gerne noch. Was ist mit dem da vorne? An diese ganz inneren komme ich halt nimmer, ne? Also die, wo hier drunter sind. Aber das ist jetzt halt nicht so tragisch fürs Erste. Es wird vielleicht nicht die Falle bleiben. Wir haben ja noch mehr Dinger hier. Ich meine, wir können ja noch mehr Fallen bauen, je nachdem, wie die Falle dann zum Schluss aussieht, ne? Also die haben das echt super gemacht, dass du tatsächlich am Körper siehst, wo du hingeschlagen hast und dass der dann halt so verunstaltet ist. Das haben die echt schön gemacht. Ich habe jetzt halt noch, das reicht sogar. Wir haben jetzt halt fast, ja, so circa 500 verbraucht. Gibt es noch was, was ich könnte diese Dinge aufwerten. Diese. Ich werte erstmal das auf, was halt wichtig wäre. Vielleicht das da. Hier vorne habe ich solche Dinger hingemacht hier. Weil ich gelesen habe, dass manche irgendwie da hochklettern oder springen wollen und dann sind die oben drauf. Und das ist so ein kleiner Schutz, dass die da nicht hochkommen. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wir werden es sehen.
kommen schon so viele Geier, dass ich das da oben auch machen muss. Wenn ich jetzt... Ich werde runtergefallen, ich weiß es. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob jetzt schon so viele Geier kommen, ob die das da kaputt machen würden. Muss ich das da oben verdingsen? Wie viel habe ich noch? Ich gehe mal da rein. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 120. Ich würde es erstmal vielleicht so lassen. Und ich meine, die Geier hört man ja auch. Ich lasse es erstmal so. Ich würde dann lieber noch mal hier. Ein klein bisschen brauche ich ja noch zum Reparieren. Falls ich was reparieren muss. Dann haben wir hier nur diese Treppe. Hier vorne könnten sie immer noch hochgehen. Dann haben wir das da hier. Dann, ach ja, was ich noch gucken wollte, wie das, ja, warte gleich. Moment. Die Gerüstleiter war das, ne? Muss kurz nachdenken. Oder lassen wir es so? Nee, ich mach's. Nee, ich mach's anders. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Und dann kann ich hier durchschlagen, wenn die kommen. Und dann kann ich auch wieder hier durch reparieren. Sehr gut. Ja, ich mache halt Selbstschaden, ne? Aber das ist halt... Was ich geguckt habe... Hier mache ich dann vielleicht eine Tür rein oder so. Was ich geguckt habe, wenn man... Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mache es jetzt kurz mal hier. Das ist halt dann hier vorne eigentlich, ne? Aber ich zeig's euch kurz mal hier, was ich so gedacht habe. Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. War das das da? Nee. Das ist ja Mitte. Welches war denn das? Gibt's das überhaupt? Ja, genau so. So wie es jetzt ist. Wenn ich das so hinmache, hat. Und hat es schon mal jemand gemacht? Meine Frage ist, kommt es, wenn das da hier zu wäre, also das da müsst ihr euch mit einem Block vorstellen, dass das hier zu wäre. Dann wäre ja nur dieses kleine Loch hier. Würden die Zombies hier drüber kommen? Das weiß ich halt nicht. Weil das wäre halt auch noch cool. Denke mir irgendwie, ich habe was vergessen. Was ich noch machen wollte, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe das wo gesehen. Und zwar machen manche, die haben hier diese Platte. Und... Die machen die nochmal hier so davor, so als extra Schutz, weil die ist ja genauso gut. Ich mache das jetzt mal kurz hier. Die ist ja genauso gut wie ein Block selber, ne?
Und es ist halt nochmal zusätzlicher Schutz, ne? Das ist gar nicht so verkehrt, weil hier, die haben auch 1500. Das wäre gar nicht so blöd, wenn man das dann nochmal rumgemacht hätte. Aber hier kann ich das, glaube ich, nicht mehr. Da habe ich jetzt schon Dinger hingemacht. Ja, nee, hier kann ich das nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob ich das noch machen könnte. Ich könnte dann hier zum Beispiel, weil das ja schon ein Block ist hier, ich könnte hier keine Dinger hinstellen, keine Spikes. Aber das wäre ja okay. Ich meine, Spikes, die haben ja nicht so eine hohe Haltbarkeit wie diese Dinger. Von daher könnten wir vielleicht drüber nachdenken, ob wir diese Teile hier überall rummachen. Ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich da vorne noch, Spikes hinmachen soll. Meinst du, sie machen die weg, wenn die da oben ist? Wenn Geier kommt? Hier geht sie nicht hin, weil das da ein Block ist. Ich hätte die dann wahrscheinlich irgendwie außen, aber außen geht. Außen würde nur gehen, wenn du... ja, ich weiß, was du... Ja. Wenn wir hier jetzt diese Platten hinmachen würden, hochwärts, dann wäre hier noch ein Block. Und dann könntest du diese Teile hier, diese Leiter, könntest du dann rumdrehen. Dass die Seite, die eigentlich eben draußen ist, nach drinnen zeigt. Und das wäre auch noch eine Idee. Wir können ja mehrere Versionen von diesen Fallen aufstellen hier. Und dann, wenn irgendeine Falle reinkracht oder so, dann können wir zur nächsten wechseln. Ich würde gerne den Loot holen. Habe ich noch Platz? Ich habe es heute mit meinem Inventar, ne? Ich will dauernd I aufmachen. Ich weiß auch nicht, warum. Wir haben jetzt seit 14.17 Uhr. Ach ja, ich habe unterwegs auf dem Weg hierher ein paar Mal angehalten für so Stümpfe. Da habe ich auch ein paar Honig rausbekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. 2 oder so? Ja, 2 Honig habe ich bekommen. Als ich hier war, fiel mir ein, ich hätte ja nochmal bei Joelle vorbeischauen können. Da sind wir nur vorbeigefahren, waren aber noch nie drin. Vielleicht hätte der auch irgendwie, was weiß ich, Munition, was zu essen oder wie auch immer gehabt. Wo ist denn der gelandet? Ich hoffe, es regnet nicht während der Nacht. Wie kommen wir? Ah, hier kommen wir hoch. Da vorne kam jemand, deswegen wollte ich jetzt nicht. Ne? Da ist sogar ein Weg. Mhm. Da ist eine kleine Hütte. Hallo. Wir haben den Messbecher. Hatten wir denn schon die, ne? Nee. Wow. Es tut mir leid. Wir haben den Messbecher. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Wir haben Projektilausbreitung beim Schießen aus der Hüfte und Genauigkeit. Ja, ich habe noch nicht so viele Waffen. Also, ne? Was warst du jetzt?
Verbessert Handhabung und Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte oder in der Bewegung. Genauigkeit und Handhabung beim Zielen. Ja nun. Jetzt habe ich's weggeworfen. Da geht nichts rein. Da haben wir noch mal Rüstungen, Gewehre. Selbstgebautes Gewehr, Qualität 2 und Reparaturwerkzeuge. Habt ihr einen Briefkasten? Wilbur's Place. Dankeschön. Ich will da jetzt nicht reingehen. Naja, gut. Cool wäre es, wenn wir noch irgendwie ein bisschen Munition finden würden. Wir haben jetzt seit 15 Uhr. Woher stehen so viele Autos, die ich machen könnte, ne? Aber... jetzt nicht. Ich muss hier runter. Ich könnte aber in manche Autos reingucken. Das könnte ich machen. Ich glaube aber... wenn ich die Zeit so angucke, wir werden wahrscheinlich die Horde in der nächsten Folge machen. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich gehe davon aus, wir haben ja 120 Minuten für einen Tag. Das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, wir werden schon die ganze Folge brauchen dann für die Horde. Wieso fahre ich eigentlich gerade hier außen rum? Kann das mir jemand sagen? Ist hier ein Hund? Weiß nicht. Hier ist es sehr verwinkelt. Ich suche eigentlich gerade noch ein bisschen einfach so Sachen durch, wo man irgendwas looten könnte, aber... Pool, TV, Wi-Fi. Na, weiß schon. Da steht ein Polizeiauto. Ich gehe mal zur Kiste bei Wrecked. Nice. Vielleicht hat ja Wrecked... Hallo? Vielleicht hat ja Wrecked irgendwelche neuen Mods, weil es war ja Händler-Reset. Ich weiß gar nicht, wann der nächste ist. Sind es mehr 4 Tage? Ich guck gleich mal. Wir werden nie den ganzen Loot heimbringen, den ich hier habe. Das weiß ich jetzt schon. Ich muss dann nochmal irgendwann herfahren. Nicht einfach alles reinmachen, Bianca. Warte mal kurz.
Wir haben die 2, wir haben die in 3 und 4. Das brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Das brauche ich zum Reparieren. Ich kann ja eigentlich immer in mein Inventar gehen. Das ist ja egal eigentlich. Wieso habe ich hier aufgeteilt? Habe ich die gefunden? Keine Ahnung. Ich lasse es erstmal noch so. Warte, ich will kurz. Was war das? What Hallo? Are you looking at? Quit gawking. Either buy something or piss off. Ja, ja. Ich würde gerne sagen, ich habe dich vermisst, ne? Juckersaft. Schrotflintenmunition hat er natürlich. Die brauche ich nicht. Ja, Waffentaschenlampe-Mod. Kann in beliebige Feuerwaffe oder Armbrust installiert werden. Nutze zum Aktivieren die Lichtquelle, bla bla. Kann die. Naja, in den Speer wahrscheinlich nicht, aber die könnte ich dann vielleicht in die Maschinen. Wir werden die wahrscheinlich demnächst finden. Ich weiß das genau. Aber dann haben wir halt 2 Stück. Oh, selbstgebautes Maschinengewehr 4. Nee, können wir aber irgendwann selber. Ich würde die tatsächlich kaufen. Beschwerter Kopfmod. Aber ich habe in. Ich habe dann nicht so viel Platz, glaube ich. Warte mal kurz, wenn ich die jetzt halt kaufe. Shit, man. I treat you that good, ich will nur kurz gucken, ob die da reinpasst. Nee, aber wir hätten hier dann noch einen Slot frei. Und hier war nur dieses Bein drin, ne? Das heißt, ich würde da dann lieber die da reinmachen. Warte. Nachdenken. Was geht bei dir eigentlich rein? Oder wir machen, davon habe ich mehr. Ich will kurz mal gucken, ob das geht. Hallo? Ja, das geht auch hier rein. Dann würde ich es lieber hier rein machen. Dann zeig mir nochmal dein Inventar. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ah, dann nehme ich lieber die da. Oder? Zu betäuben und zu verlangsamen. Dann würde ich lieber. Warte mal kurz. Mach das mal fertig. Wo habe ich denn? Da unten habe ich. Mach mal das da rein. Ach so, hattest du. Nee, zu essen brauche ich, glaube ich, nicht. Ach, das da hatte ich noch gelootet. Das steckt da oben drin. Zu essen brauche ich, glaube ich. Nix. Nee. Dann sind wir da 364, das ist okay. Habe ich hier noch irgendwelche Munition? Wir haben hier noch Teile hier, Patronenhülsen und Dingsbums. Ne, Munition habe ich nicht mehr. Munition hatte ich nur noch für Schrotflinte. Wir werden das schon schaffen. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt bis dahin? Soll ich noch ein bisschen looten? Ich werde vielleicht noch ein bisschen durch die Stadt fahren und gucken, ob ich noch irgendwelche Briefkästen, Autos oder wie auch immer looten kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zur Hordenacht. Vielleicht hole ich euch so, weiß ich nicht, um 20 Uhr oder 19 Uhr mit rein oder so, keine Ahnung.
Wenn ich rechnen könnte, dann wüsste ich, wie lange die Folge dann geht, wenn die Horde nach zu Ende ist, aber ich kann gerade nicht rechnen. Aber auf jeden Fall, wir haben 120 Minuten eingestellt von 22 Uhr bis 4 Uhr geht es ja, ne? Von daher gucken wir einfach mal. Ich würde jetzt das Finale so lassen. Und dann werden wir gucken, ob es passt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis dann. Ciao.